Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Weltausstellung in Chicago 1893. Die Weltausstellung wurde auch als die Weiße Stadt bezeichnet. Das werden wir auf den nächsten Fotos auch gleich sehen. Nur ein paar Informationen zu dieser Weltausstellung. Es wurden 200 in Anführungsstrichen neue Gebäude errichtet auf einer Fläche von 2,8 Millionen Quadratmeter. Ihr seht schon, das ist ein Riesengelände. Und diese 200 Gebäude wurden innerhalb von 2 Jahren gebaut, auf Sumpfgebiet. Ich wiederhole das nochmal an der Stelle, innerhalb von 2 Jahren auf Sumpfgebiet. Das in einer Zeit, in der die industrielle Revolution gerade am Anfang stand. Das heißt, es muss Handarbeit gewesen sein. Ja, hier sehen wir die Gebäude, die alle natürlich nur temporär gebaut worden sind. Für mich ist das an dieser Stelle schwer zu glauben, denn für mich sieht die Architektur genauso aus wie die in Europa zu derselben Zeit. Und wenn ich hier in Dresden mal eine Runde durch die Altstadt gehe, kann ich ziemlich genau erkennen, dass das keine temporären Gebäude sind. Aber gut, hier sehen wir auch noch ein Bild von dieser Weltausstellung. Temporäre Gebäude, wie gesagt, sieht man auch links an der Begrenzung und den Statuen, alles nur temporär, aus Karton und Gips wahrscheinlich. Hier auch nochmal ein Überblick auf das Gelände mit einer, ich glaube, es müsste eine Bronzestatue im Vordergrund sein. Hier hinten ist, glaube ich, das Hauptverwaltungsgebäude gewesen. All das wurde zu einer Zeit gebaut, als in Amerika eine große Depression und Rezession herrschte. Auch hat Chicago 1871 gebrannt und ist vollständig verbrannt. Und ja, knapp 20 Jahre später wird diese Weltausstellung gemacht. Ja, finanziell musste das ganz schön gestemmt werden. Jedenfalls sieht man hier die Weiße Stadt. Architektonisch wundervoll. Ich meine, schaut euch die fantastischen Gebäude an. Erinnert sehr stark an die Architektur in Europa, die uns aus dem Mittelalter erzählt wurde. Man sieht auch, die Säulen sind ganz typisch, sieht man überall in Europa. Für die Weltausstellung wird aber gesagt, dass es temporär gebaut wurde. Und zwar in, ich wiederhole nochmal, weil es so unglaublich ist, in 2 Jahren 200 dieser Gebäude. Mir ist durchaus bewusst, dass ein paar dieser Gebäude wirklich für diese Weltausstellung gebaut worden sind. Aber der Rest, diese Gebäude in dieser Form, in dieser Größe, mit dieser Architektur und diesen Feinheiten, das ist mit hauptsächlich Handarbeit nicht zu schaffen in 2 Jahren. Hier sehen wir auch nochmal ziemlich viele Leute, die da auf diese Weltausstellung gegangen sind. Am Ende wurde hier nochmal die alte Welt gezeigt, vor dem Reset. Nach der Weltausstellung ist alles abgerissen worden, waren ja schließlich nur temporäre Gebäude. Es gab auch ein Feuer, was ziemlich viel zerstört hat. An diesem Feuer bin ich mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwie Dynamit im Spiel gewesen ist und Teil des Abrisses war. Aber das obliegt der Spekulation. Was nicht der Spekulation überliegt, sind einfach diese Feinheiten, die hier überall zu sehen sind. Die Statuen, die Gebäude, das ist allerfeinste Handarbeit, und dieses komplette Areal von 2,8 Millionen Quadratmetern in 2 Jahren zu bauen, das ist für mich unbegreiflich. Vielleicht kann mir es jemand erklären, kann er mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe dafür noch keine Erklärung gefunden. Ja, wir gehen mal ein paar Bilder weiter. Also schaut euch das an. Diese Fenster, diese Feinheiten, die Türmchen, die Kuppeln, wenn ich überlege, wie lange sie an der Frauenkirche da gebastelt haben, um die Kuppel da drauf zu setzen. Und sie ist dann immer original, weil es wahrscheinlich nicht geht, das Original zu bauen. Für mich unbegreiflich. Und wie gesagt, alles temporär. Es wurde nicht für lang gebaut, sondern laut offizieller Geschichte nur temporär. Schaut euch die Feinheiten an, die Steinmauern, diese Säule, schaut euch die Ornamente an, die Feinheiten, die kleinen Statuen. Das ist einfach für mich nicht begreiflich, dass das nur temporär sein sollte. Und wie gesagt, man erkennt hier immer diese griechisch-römische Architektur wieder, die ja eigentlich nur in Europa stattfinden sollte. Vielleicht ist das doch noch ein Überbleibsel auf eine alte Welt, die über die
komplette Krater Erde miteinander verbunden ist. Wer weiß das schon. Jedenfalls diese Architektur sieht man auch noch teilweise in amerikanischen Städten. Erinnert sehr an die europäische Architektur. Zum Beispiel dieser Turm sieht aus wie ein typischer Kirchturm in Deutschland. Ja, wie gesagt, alles temporär gebaut. Man sieht auch hier vielleicht ein bisschen sogar ans Brandenburger Tor mit den Pferdchen da oben drauf. Ja, schwer zu begreifen. Hier sehen wir auch nochmal die Gebäude. Menschen in den traditionellen Aufzügen, Klamotten, Loden. Ja, wir gehen noch ein bisschen weiter durch. Hier sehen wir auch ein paar Statuen, die gemacht wurden, speziell für diese Ausstellung. Ich glaube, selbst wenn man an so einer Statue bastelt, ich glaube, da ist man schon allein dafür schon zwei Jahre beschäftigt. Aber ich kenne mich da nicht aus. Hier sehen wir das nachts, wenn es erleuchtet ist. Was mich immer wundert ist, 93, das war kurz nach Tesla und Strom war da erst sehr jung. Und hier sieht man halt so viele Leuchten, die hier hochlaufen. Und diese Leuchten, auch in der Art und Weise, wie sie hier angebracht sind, erinnern mich an mein letztes Video, wo es um die Frauenkirche ging. Da war ein Foto von 1839 zu sehen. Hier haben wir es nochmal. 1839. Und was sehen wir hier? Ähnliche Leuchten, ähnliche Dioden. Ja, überlegter Spekulation. Hier sehen wir auch, die Laternen sind sehr, sehr hell. Erleuchten das wunderschön in 1893. Wie gesagt, für die Weltausstellung haben sie keine Kosten und Mühen gescheut, anscheinend in der großen Depression. Schwer zu glauben. Hier sehen wir auch, innen drin alles beleuchtet. Es muss wunderschön gewesen sein. Das muss man sagen. Schade, dass das nicht mehr existiert. Es wurde, wie gesagt, durch ein Feuer alles zerstört, beziehungsweise ein Teil zerstört. Und der Rest wurde abgerissen. Meine Frage an der Stelle ist, wieso reißt man so etwas ab? Schaut euch die Innenräume an. Nur nochmal fürs Gedächtnis, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Es ist alles nur temporär gebaut worden. Sieht man auch an den Säulen, das ist wahrscheinlich auch nur Gipskarton. Für mich unbegreiflich, dann sowas zu zerstören. Wenn ich diese Ornamente hier sehe und diese Gravierung, das ist wunderschöne Architektur, kann für mich auf keinen Fall temporär sein. Ja, schade, dass das alles nicht mehr existiert. Die weiße Stadt. Ja, hier sehen wir drin. Ich meine, dieses Gebäude könnte ich mir noch vorstellen, dass das temporär gebaut wurde. Da ist viel Metall, da ist auch nicht diese Architektur zu sehen von den anderen Gebäuden. Dann ist da hier so wahllos Zeug reingestellt worden. Hier sehen wir zwar auch ein paar schöne Gravierungen etc. Wer weiß, wo das herkommt. Aber dieses große Gebäude hier, diese Metallhütte nenne ich es mal, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein temporäres Gebäude gewesen ist. Ja, kommen wir zur Karte. Das war als Souvenirkarte, konnte man sich das mitnehmen. Witzigerweise gab es bei dieser Weltausstellung keine wirklichen Parkplätze, das heißt, alle sind mit dem Zug angereist. Und der Bahnhof ist auch so eine Sache für sich. Der hatte 35 Gleise. Ich glaube, der größte Bahnhof in Deutschland hat 34, das ist der in München. Dieser hier hatte 35 Gleise und wurde laut den offiziellen Aussagen auch nur temporär gebaut. Also auch wieder für den Abriss bestimmt, nach den 6 Monaten Weltausstellungszeit. Ja, hier sehen wir noch so ein Überbleibsel. Natürlich steht das bis heute. Das widerspricht wieder der ganzen offiziellen Geschichte, dass alles nur temporär gebaut wurde. Dieses Gebäude wurde anscheinend nicht temporär gebaut. Es steht immer noch genutzt. Und hier sehen wir mal, wie das innen aussah. Kann mir wirklich keiner erzählen, dass das temporär war. Das ist der Bahnhof. Wie gesagt, nur für die Weltausstellung gebaut. Danach abgerissen. 35 Gleise, also ein riesen Ding. Da fragt man sich wirklich, warum man das abreißen sollte. Es macht einfach auf so vielen Ebenen keinen Sinn, auch die architektonisch wertvollen Gebäude da abzureißen. Meiner Meinung nach wurde damit ein Überbleibsel der alten Welt zerstört und die ganzen Weltausstellungen, die überall stattgefunden haben, darauf gehen wir auch noch
weiter ein, Weltausstellung Frankreich, Weltausstellung in Amerika, gab es ganz viele. Witzigerweise gab es im Kaiserreich keine Weltausstellung, da gab es zwar eine Gewerbeausstellung, aber da wurde nicht sowas betrieben, nicht in dieser Größenordnung. Ich denke, daher rühren auch die Bombenanschläge in den 40er Jahren, um so die Überbleibsel der alten Welt zu zerstören. Denn selbst nach dem Ersten Weltkrieg, dem sogenannten Ersten Weltkrieg, waren viele dieser alten Gebäude übrig geblieben. Ja, und irgendwie musste man die ja zerstören, wenn man schon nicht ans Kaiserreich rangekommen ist oder überhaupt nach Deutschland gekommen ist, um mit Weltausstellung das zu zerstören. Durch die Hochfinanz, würde ich mal behaupten, mussten halt Bomben fliegen. Hier sehen wir noch das Riesenrad von damals. Es gibt zwar ein paar Bilder, wie das gebaut wurde, aber so wie es aussieht, sind das Zeichnungen gewesen, die dann quasi in die Fotos rein editiert worden sind und erst später entstanden sind. Hier sehen wir ein Riesenrad. Das ist das erste Riesenrad, was je gebaut wurde. Das will ich nur im Gedächtnis behalten. Offizielle Geschichte. Diese Pavillons, die da dranhängen, sind so groß wie ein Kleinlaster und haben bis zu 60 Leute aufnehmen können. Nur um mal die Dimension dieses Riesenrads 1893 zu demonstrieren. Bleibt auch wieder fraglich, wie das mit den Mitteln damals gebaut worden ist. Ja, so viel dazu. Sehr interessant. Meiner Meinung nach geht es hier um eine riesengroße Zerstörung der alten Welt. Aber das bleibt jedem selber überlassen, ob er das glauben mag oder nicht. Für mich ist es klar, dass es eine globale Zivilisation gab, die die komplette Erde bewohnt hat und an irgendeinem Punkt zerstört wurde. Durch Kataklysmen, irgendwas, ein Reset, ein Rücksetzen hat es gegeben. Das sieht man ganz deutlich an der Architektur, die überall auf dem Planeten zu sehen ist. Da ist es egal, ob wir nach Australien gehen, Südamerika, Nordamerika, Europa, Russland. Viele behaupten, das ist Tartarien oder Tartaria, aber Tartaria ist laut alten Karten nur russisches Gebiet, Eurasien quasi gewesen. Die Architektur ist aber auch in Südamerika und Nordamerika zu sehen, selbst in Philippinen, Thailand, Australien. Da kommen noch ein paar schöne Videos, wo ich diese Architektur für euch auf Bildern bereitstelle. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.